Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft. Hier sind wir wieder. Ja, ich möchte doch nochmal wieder runter gucken, ob da wieder neue Slimes vielleicht sind. Weil jetzt sind wir jetzt hier die ganze Zeit nicht mehr schlafen gegangen, haben die Nacht durchgebaut. Diesmal haben wir kein Glück. Naja, egal. Aber wir finden schon noch irgendwie raus vielleicht, wie das hier sich verhält. Gut, und ich habe jetzt schon erwähnt, die Falle zum Beispiel, die ich jetzt hier habe, die Monsterfalle, ist New Cat Mond, also der Sondermond. Die Falle, die ich jetzt habe, die ist für Spinnen eigentlich nicht geeignet, weil die meisten da drunter fallen und dann halt, oder nicht tief genug fallen und nicht sterben können dann. Da könnte man eine andere Falle bauen, also ja, da gibt es eine andere, die mit Lava funktioniert. Die ist auch teilweise halt ein bisschen besser hier. Ich spiele dann das Wasser auch, spiele dann die Sachen von den Monstern irgendwo hin. Also wo man es halt hinhaben möchte. So, jetzt füttern wir hier nochmal die Kühe. Ach, da habe ich heute ein Level abbekommen. Das ist auch mal wieder was Neues hier. So. Wir füttern einfach wieder die Kühe. So. Jawohl. Bam, bam. Na, meine Schweindals. Da haben wir jetzt 6 Stück. Wisst ihr was? Wir können die nochmal vermehren. Ach, es regnet. Juhu. Ey. Kleine Schweindal. So geht's nicht. Habe ich jetzt alle? Ich glaube schon. So, dann gehen wir diesmal hier raus. So, Edge-Badge. Ausgetrickst. Ja, die kleinen Viechler, die merken gleich, wenn hier die Luke offen ist. Vielleicht ist es auch immer nur, also, dass die das Viecher eigentlich nicht gleich wissen, aber ja, mir kommt halt immer so vor, dass sobald da eine Tür offen ist, dass die da durchflutschen dann wollen. Monsterfleisch hätten wir auch. So, einmal. Und noch einmal, komm, wir machen wieder mal kleine Hunde. So. Du kriegst auch noch was, so. Warte mal, ich kann den Kleinen doch auch füttern, ne? Wo ist denn der Kleine? Komm mal mit. Ja. Da kannst du sie wieder hinsetzen, halt. Das war jetzt so nicht gedacht. So, komm, mein Kleiner. Willst du nichts futtern? Ah, doch, jetzt. Jetzt müsste er eigentlich, oder? Hm? Ja. An der Höhe des Schweifes kann ich nicht erkennen, wie gut es den Hunden geht. So. Ich glaube, das müsste reichen, auf jeden Fall. Ja, hier können wir... Wir haben eh so viele Steaks. Komm. Wir machen nochmal Hunde. So. Welcher war es denn jetzt, hä? Na, du kleiner Racker. Ah, da bist du ja. So, habt ihr gesehen, wie sich das Schwänzlein gehoben hat? So. So, mein Kleiner. Ich schieb dich mal ein bisschen zurecht. So. Ich meine, bei mir hätten sie ja jetzt nicht rote Bänder, sondern blaue Bänder. Das ist meine Lieblingsfarbe. Der Ofen müsste auch fertig sein. Jawohl. So. Sag ja, wir haben viel zu viel Fleisch. Wir können absolut nicht verhungern, so viel mehr haben wir. So, habe ich hier noch? Nee, habe ich keine Falltüren. Da habe ich aber noch. Ach nee, das ist kein Holz. Das sind Netherziegel. Hat fast alles wie dunkles Holz. So, wir brauchen wieder Holz. Ich glaube, das ist auch egal bei solchen Dingern. Oder bei Falltüren? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ne, Falltüren ist auch egal. So, ich mach's jetzt mal händisch. So.
Aber in dem Fall, da wir eigentlich ja eh noch eine Etage bauen würden, kann ich jetzt hier mal richtig draufhauen auf den Putz hier. So, komm. Wenn ich so drücke, dann, also, ich habe jetzt gerade mit Shift auf das Ding hier gedrückt, dann hat er jetzt die Maximum, wie ich Holz habe, hier ran gemacht. So. Warte mal, wir könnten ja aus den zwei jetzt gerade mal noch einen Stick raushauen. So. Passt. Dann hole ich mir nämlich gleich einen neuen. Wenn nicht, dass ich jetzt das unterschiedliche Holz extra verbrauche, aber ja, ich baue damit eigentlich gar nicht großartig. Es ist zwar toll, dass es unterschiedliche Holzarten gibt, aber in dem Fall müsste es nicht brauchen für mich hier. So, toll, jetzt ist es wieder dunkel. Ja, schade, dass ich jetzt von oben nicht höre, dass ob da unten Monster drin sind, also Slimies. Nee, aber ich glaube. Nee, sind keine da. Mit Shift kann man sich übrigens an der Leiter festhalten. Falls es immer noch einer nicht weiß, oder ja, ich habe es ja schon mal gesagt, war ja so viel ich weiß. Aber ich erwähne es halt immer wieder gern. So. Ja, jetzt komme ich nicht hoch, ne? Warte mal, wir könnten uns ja ein bisschen Erde rankarren wieder. Oh, das ist so eine blöde Hexe. Mit der möchte ich nichts zu tun haben. Ah, Moment. Hilfe. Helft mir doch alle. Verzieh mich. Aua, aua, aua. Hilfe. Vier. 4 Bogenschützen. Das gefällt mir ja mal gar nicht. So. Schnell hier rein. Meine Spinne ist es ja wurscht. Flupp. Ja, komm her. Jetzt, Sattle. Jetzt bist du fällig. Ja. Aua. Danke, Hundis, dass ihr mir helfen wolltet. Aber ich habe schon selber geschafft. Papi kann sich wehren. Sorte Zombie. Pam. Kaputt. So. Ach, da kommt doch mehr Zombies. Wollt ihr zur Beerdigung kommen vom anderen oder wie? Ja, ich mache euch kalt. Also das könnt ihr aber gewiss sehen. So, ich nehme gern die Erfahrungspunkte. Das Fleisch könnt ihr eigentlich behalten. Na gut, und wenn nicht, kriegen es halt wieder die Hunde. So, bling. Da die andere Spinne ist da drüben, okay. So, die Kühe habe ich aber schon mal gefüttert heute, oder? Wie war denn das? Ja, ich könnte mir da was essen. Ups. So, ich mache einen neuen Versuch. Ja, war ja klar. Spinni. Der Himmelhexenmeister? Nee, das weg, Gott sei Dank. So. Hä? Ich hab gedacht, da hüpft jemand hoch. So. Jetzt graben wir hier wieder ab. Klonk. Das war natürlich logisch. Schaufel haben wir noch. Es wird ja wieder Tag, aber bei Regen bleiben die Monster gleich bestehen. Weil sie nicht verbrennen können. Tja, macht ja Sinn, aber es ist leider so. Man sollte es mal wieder aufhören zu regnen. Aber wir haben jetzt laufend schönes Wetter gehabt. Naja, jetzt kriegt man halt auch mal Regen, ne? Muss halt auch mal sein. Man kann nicht immer nur schönes Wetter haben. Na, Blume. Ich brauche keine Blume. Ja, wie gesagt, ob sich jetzt wirklich hier selber vermehren. Also man kann Blumen wieder bekommen, indem man... Aua! Ich habe ein Schild, ich Trottel. Ja, da schießt er drüber, wenn ich mein Schild da habe.
Na du? Ja, er schießt daneben. Haha. Pom. Pop. Komm. Hopp, schieß. Haha. So. Tja, da kommt der Bogenschütze nimmer durch hier, so. Das finde ich eigentlich schon genial, dass sie hier irgendwann Schilder eingeführt haben. Das ist der nächste. Au! Ah, jetzt hat er sich selber getroffen. Weil es abgeprallt ist. Au, da war ich nicht schnell genug. So. Und? das hat auch eine spezielle Art, was man da so macht. Das ist, wie nennt man das wieder? Ha, ich bin schon so lang draußen aus der ganzen Sache hier, wo ich noch MMOs gespielt habe. Hat mir die Technik da, also die heißt ganz besonders, wenn man so in Deckung geht und dann wieder draufschlägt. Na, mir fällt der Name jetzt nicht ein dazu, wie man das nennt. Aber vielleicht weiß ja einer von euch und der kann es ja mal in die Kommentare schreiben. So, nee, nicht Stop und nicht Stop und Go. Das war was anderes. Nee, also mir fällt es gerade definitiv nicht ein. So, da können wir mal Bäume fällen irgendwann, wenn wir mal lustig sind. Na komm, nimm mal die Blumen mit. Wie gesagt, da hinten sieht es eh keiner. So. Ja. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich schon Leiter bauen hier. Ich meine, ja klar, das wird hier später noch verkleidet, richtig. Aber das ist halt wirklich jetzt schwierig, das wird so willkürlich zu machen. Wie es das Spiel eigentlich machen würde. Wenn es eine neue Welt kreiert zum Beispiel. Na gut, da habe ich aber auch schon so Sachen gesehen. So World Generator Fehler, wo einfach so ein abgeschnittener Berg dann irgendwo ist. Das sieht dann irgendwie ganz blöd aus, finde ich jetzt mal. Ach, Spinny. Du greifst mich nicht an, oder? Aber ich greife dich an. Aua. So, ich esse wieder was. Sonst regeneriert man ja nicht. So, und weiter geht's hier. Die Decke ist noch nicht ganz fertig hier, aber ja, gleich. So, und dann bauen wir hier schon mal gleich weiter. Allerdings müsste ich auch nochmal in die andere Etage rein. So, hier, das kann schon mal weg. Ja, es fällt jetzt natürlich alles runter. Und zur Not ist es dann unten in den Trichtern drin. Das ist auch nicht ungut, sag ich mal. Das wollte ich unschlecht sagen. So die Verneinung von schlecht irgendwie. So, oh, ich habe einen Bogen geschenkt gekriegt. Da kann ich den Bogen wieder zusammenfügen und dann habe ich wieder den einen ein bisschen repariert. So, die Falltüren können wir jetzt auch mal benutzen, ohne aber jetzt irgendwo reinzufallen. Haha. So. Nee, doch. Okay. Da drüben komme ich aber nicht dran, ne. Aber hier. So. Kann mich auf die Seite stellen.
Ja, der Klassiker, ne? Zwei Türen übereinander bringt vollkommen gar nichts. Man kann sie zwar aufklappen, kann auch so eine Fake-Tür irgendwo hinlegen. Ja, und tschüss, die landet auch wieder unten. So, komm. Dann können wir hier mal klack-klack machen. So. Jawohl. Erde brauche ich jetzt gerade nicht. Bauen wir hier weiter. An der Mauer. So. Lalala. Lala, lala. Ein blödes Wetter. Tja. Aber wer auf dem Bau schafft, der hat es ja auch nicht schön, ne? Er muss auch bei Wind und Wetter raus. Gut, manche Arbeiten können halt wirklich nur gemacht werden, wenn es trocken ist. Aber oft sieht man dann auch, dass auf den Baustellen auch gearbeitet wird bei Regen, ne? Und das finde ich halt nicht toll. Ansonsten auch bei praller Hitze, das wäre jetzt für mich nicht so das Optimale. Da würde ich recht schnell hier einen Hitzeschlag kriegen. Weil man sieht dann oft so Bauarbeiter mit nackten Oberkörper rumstehen hier auf den Gerüsten und so. Was sollen sie auch anders machen? Da schwitzt der wie ein Bär hier, wenn es so warm ist dann. So. Das kann bleiben, glaube ich. Das ist jetzt nicht. Ja, weil ich muss das sowieso. Muss hier jetzt sowieso noch eins nach oben hier. Das kann man schon mal andeuten hier. Schon wieder leer. Das ist ja unglaublich. So. Zack. Ach doch, das geht eigentlich doch ganz gut mit Schild in der Hand. Das ist nur manchmal, da klappt es nicht so ganz. Man muss halt wirklich sehr nah stehen. So. Da fällt mir ein, ich muss ja heute auch noch Factorio aufnehmen. Auf jeden Fall. Sonst habt ihr nichts mehr zu gucken. Aber ich spiele es ja eh gern. Also, wenn es nach mir ginge, hätte ich da schon ewig viel im Voraus produziert. Dass das hier so ein Monat hier auf jeden Fall, dass ich nichts mehr aufnehmen müsste. Aber das ist halt auch blöd, wenn man das macht so lang. Dann kann man oft auch nicht auf die Kommentare reagieren, die er mir dann bringt. Wenn es irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt. Und man kommt auch raus, was man zuletzt gemacht hat, wenn man so lange hier vornimmt. Also voraufnimmt, meine ich jetzt hier. So. Naja, das ist, glaube ich, nichts hier, wenn ich das so mache. Wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen Mittelpfosten mehr reingemacht. Da unten habe ich es zwar noch gemacht. Und da ist auch noch die Tür offen. So. Ja, wir haben ja festgestellt, wir können ja das eigentlich schon ganz machen. Wir können ja von oben dann Wasser ranführen. Und ich sollte da irgendwie an der Seite mal Leitern hinbauen. Und ich freue mich schon, wenn ich das ganze Ding verkleiden muss. Oder soll ich es dann lassen? Ihr könnt ja mal schreiben, ob das jetzt unbedingt, ob ich das jetzt unbedingt hier mit Erde verkleiden soll oder nicht. Oder so zum Teil vielleicht nur die eine Front. Weil, wie gesagt, von der anderen Seite sieht man es ja jetzt nicht wirklich, also nur wenn man außen rumläuft. So. Weiter geht's auf jeden Fall hier. Ich meine, ich würde mir dann halt schon die Mühe machen, aber es ist halt wirklich, es dauert eine ganze Weile, bis ich da die Erde wieder habe und so. Ich muss die ja erst wieder sozusagen ran schaufeln hier. Ach, das kann bleiben. Warum ist das sowieso noch hochgezogen? Es wird ja bald schon wie so ein Hochhaus. So, und jetzt, da drüben sind. Aua! Ja, ein bisschen das Fressbrett angehaut, wie man so schön sagt. So, dann gehe ich jetzt hier. Da war es jetzt richtig. Eigentlich wollte ich jetzt gerade nicht die Tür runter machen, aber das ist jetzt egal. Ich muss ja hier eh noch hier.
So, komm. Ach, sag mal, irgendwie ruckelt das jetzt hier. Ich verstehe es nicht. Warum? Also früher, meine ich, war das nicht so schlimm. Aber mittlerweile irgendwie hat sich das geändert, die Performance. So, dann wieder hier. Ach, echt jetzt? Da sind die Türen schon wieder aus, ey. Das ist unglaublich. Ich hätte doch mehr machen müssen. Muss ich mich erst wieder durch da schlagen hier? Ist die Frage, wo schlage ich mich durch? Hier? Ah, okay. Könnte man ja mal. Ach komm, wir lassen offen. Und wo kommt die Kuh her? Ich weiß jetzt nicht, wo die herkommt, aber ich würde sie jetzt umbringen. So. Ja, er hat die Kuh umgebracht. Ja, ist gut, Leute, ihr wisst ja, ich mach's ja nur das Leder wegen, sonst nicht, dass ich jetzt da was zu essen kriege oder so, weil Essen hätte ich eigentlich genug. So, das Fleisch packen wir jetzt aber erstmal rein. Hier rein, so. Und das Leder packen wir jetzt erstmal hier rein. Die Blümchen auch. Was habe ich noch? Ich habe ja noch gelbe Blumen. So. Den Faden. Und den Slimeballs. Und dann könnte ich eigentlich mal den Bogen reparieren. Warte mal, geht es eigentlich auch hier? Kann ich hier zwei Bögen? Ja, das geht auch an der Werkbank. Was bringt das eigentlich aber, wenn ich das jetzt so mache hier? Erfahrungskosten. Okay, da verliere ich Erfahrungskosten. Und hier nicht. Dann mache ich es doch auf der Werkbank. Ja, ich glaube, da ist es nicht ganz voll, aber das spielt jetzt keine Rolle. So. Und mein Schwert ist auch bald kaputt. Wäre schön, wenn man da noch so eine Prozentanzeige hätte. Oder so eine Art Trefferanzeige, dass wenn es auf 0 ist, dass es dann kaputt ist. Weil Prozent ist auch nicht immer so aussagekräftig, ja. So, jetzt brauche ich dann wieder neue Steine. Ne, da ist nur die Treppe drin. Aber hier hätten wir da. Warte mal, wir sortieren mal hier ein bisschen. Erde haben wir sowieso. Weizenkörner. Was? Die kommen auch gleich hier in die Saatgutkiste. Dann ist ja auch aufgeräumt. So, dann können wir hier wieder Steine lagern. Im Inventar. So, und dann müssen wir erst wieder Dings bauen. Falltüren. Mist. So, dann machen wir es halt wieder auf Hand. So. Zehn. Ha, ich bin ja überlegen, ob ich jetzt doch dann noch eine vierte Etage brauche. Brauchen vielleicht schon, aber machen ist halt eine andere Frage, ne? Ja, das ist wirklich so ein Großprojekt hier, das mit diesem Monsterfallenteil. So, das war jetzt schon wieder alles Holz. Wir müssen wieder Holz holen können. Also die Truhe ist immer nie ganz voll. So, komm her. Vier. Ach, das ist nicht mehr viel. Zack. Ja. Das ist blöd. Naja. Dann bauen wir hier halt erstmal so, dass wir das Holz wieder nehmen können. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es ja mir gleich wieder ins Inventar hopft. Aber in dem Fall hätte es nicht getan. So, noch einmal. Haben wir 64. So, dann tun wir uns das Deck nochmal aufstocken hier. So, Dalle. Du bitte hierhin. Danke. Ja, Leute. Dann würde ich eigentlich sagen, wir sind wieder durch für heute.
Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.